Alle meine lieben Leute. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute werden wir mal wieder ein neues Spiel starten. Und ich rede von nichts anderem als Hometown Story für den 3DS. Ich hoffe, ich freue euch drauf. Let's go. Ich wollte das Spiel schon immer mal spielen mit euch, weil ich einfach dachte so, ja, also ich denke mal, jetzt denkt ihr, warum kommt jetzt das Spiel auf seinen Kanal? Das ist voll random. Ja, ich weiß. Aber lasst mich hier ganz kurz aufbrechen. Dann kann ich euch auch erklären, warum ich das Spiel mit euch spielen will, weil ich so eine kleine emotionale, ja, Gefühls-Ebene habe. Weil ich das Spiel sehr, sehr gut früher leiden konnte, oder halt leiden konnte, in dem Sinne, dass ich das Spiel sehr gerne gespielt habe. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und ich will einfach gerne nochmal diese Atmosphäre. Und weil es ist auch einfach ein sehr ruhiges Spiel. Es ist nicht so ein hektisches Spiel wie Harvest Moon halt jetzt so ist, oder auch Story of Seasons meine ich, weil ich hoffe, Harvest Moon und Story of Seasons, da muss man einfach nur Farm arbeiten. Und das ist halt wirklich so ein Game, da muss man wirklich sich mehr auf das Wesentliche konzentrieren, also mehr auf das, was man einfach machen muss, weil Story of Seasons und Harvest Moon besteht fast einfach immer nur aus Lebenssimulationen, also nicht nur, aber auch aus so Züchten, muss halt Tiere züchten und mehr Kühe und mehr Dinger und mehr Lebewesen anschaffen. Und das Spiel, das baut auf eine ganz andere Richtung auf. Und zwar, es ist eine Art Mischung aus, ich würde sagen, Animal Crossing und eine Art aus, ja, man kann sagen, auch Harvest Moon und Story of Seasons, aber es ist auch so eine Art, ja, es ist wirklich so eine Art wie Fantasy Life, kann man auch so sagen. So, ich glaube, so kann man es besser vergleichen. Und die Spiel hat auch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, leider. Das Spiel hat bestimmt, ich glaube, 3 Let's Plays habe ich gesehen auf YouTube oder so. Da gab es echt nicht viel und ich will einfach euch gerne das Spiel zeigen, weil das Spiel echt ein sehr gutes Spiel ist und ein echt fantastisches Game ist. Es ist, wie gesagt, von den Ablegern von Harvest Moon. Es ist, wie gesagt, auch ein einzelnes Spiel. Es gibt keinen weiteren Teil. Ich würde mich sehr freuen über einen neuen Teil, weil das Spiel mir sehr gut gefallen hat. Und ich bin zwar jetzt nicht so viel am Spielen gewesen früher, aber ich finde die Musik einfach geil und ich finde einfach das Spiel geil und mach quasi einen Laden. Also es ist auch, wie gesagt, es ist auch was ganz anderes als Animal Crossing oder Story of Seasons, weil wir treiben halt einen Laden und da müssen wir einfach gucken, so wie wir die Preise so anheben. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch auch, ich habe das Spiel schon mal mit euch gespielt, ja, ich habe es mit euch schon mal angespielt, nämlich bei Metropa Dingsbums Besitz privaten Spielstand, daran könnt ihr euch erinnern. Habe ich schon mal gespielt, ich glaube letztes Jahr irgendwann, Dezember, November, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Schon lange her, auf jeden Fall 3-4 Monate müssen schon wieder her sein. Ich weiß gar nicht mehr, wann es gekommen ist, oder ein bisschen früher, oder auch dieses Jahr irgendwann. Ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr daran erinnern, meine Freunde, aber ich würde einfach sagen, ich höre einfach auf, wie zu rum, so viel zu labern, weil, ja, ich laber gerne, aber so muss es auch mal ein Ende finden. Und so würde ich einfach das Game mit euch anfangen. Und ich muss einfach jetzt euch leider erstmal auf die Wolle spannen, weil ich gerne einfach jetzt gucken will, was ich für einen Spielstand lösche, weil ich würde nämlich gerne den Spieler löschen, der mir am unwichtigsten ist, und zwar einen von den beiden, weil ich will nicht hier noch faul sein, den Spielstand hier nicht zu löschen, weil ich will gerne erst einen Spielstand löschen, der mir halt gefällt und der mir halt auch so auch aussieht, ja, den muss ich halt löschen, oder den sollte ich ja löschen. Ich glaube, der halt oben ist, der ist, glaube ich, noch zu Gold wert, weil ich ihn da auch gar nicht gemacht habe. Kahawi, ja, ich glaube, das war eine Anspielung von diesem YouTuber Kahawi, aber ich weiß gar nicht, warum ich ihn so genannt habe. Wie gesagt, ich habe nur den unteren Spielstand gespielt, weil oben da habe ich gar nicht gespielt, oder da habe ich, glaube ich, auch gar nicht den Spielstand man kann sagen, eröffnet, weil das war halt, ich habe das Spiel halt gebraucht, gekauft und ich habe das Spiel halt auch bei GameStop Kauf gebraucht und da war halt der obere Spielstand schon billig und man sieht ja, dass dieselbe Person, also die Person, die halt das Spiel spielt, hat halt wirklich 12 Stunden in das Spiel so verbracht und bin wirklich begeistert. Also ich habe das Spiel schon auch früher sehr lange gespielt, aber ich habe das dann wieder verkauft irgendwann, weil ich wieder ein bisschen dumm war. Und habe ich wieder, und ich bin einfach froh, dass ich das Spiel jetzt wieder habe und weil ich das nicht verkauft habe, ist ja, weil ich es mit euch gerne spielen möchte. Hometown Story ist ein tolles Spiel. Ja, ich würde einfach sagen, wir löschen auf jeden Fall den unteren Spielstand oder unten auf jeden Fall nur 1 Stunde und 10 Minuten und 40 Sekunden beträgt. Das ist auf jeden Fall nicht viel.
Weil der obere spielt dann, der wäre viel zu viel Schade, um den zu löschen. Deswegen würde ich sagen, löschen wir unsere Mann, Freunde. Aber da habe ich geguckt, welchen. Genau. Darf ich ihn ganz kurz einen löschen, also einen Spielstand? Ich glaube schon. So. Kann ich ihn nicht irgendwie löschen? Ich weiß auch gar nicht warum. Kann ich erst am Ende entscheiden, welchen Spielstand ich lösche oder ist das egal? Ich glaube, es ist egal. Ja. Sonst gibt es, glaube ich, gar nichts Relevantes zu sagen. So ein Spiel, wir werden das Spiel ganz normal spielen. Es ist auch nicht blind. Es ist wirklich nur ein ganz normales Display jetzt hier auf Metrova One Team Insights Game Style. Hoffentlich freut ihr euch. Ich habe wirklich ultra Bock auf das Spiel, auch weil es so ein bisschen auch nicht. Es passt halt nicht ganz so perfekt rein, gerade vielleicht. Aber ich bin schon. Ich bin, glaube ich, schon mit der richtigen Zeit, glaube ich, auch richtig. Ich glaube, ich bin auf jeden Fall auch mit der Zeit, glaube ich, ganz gut hingegangen, weil ich glaube, jetzt habe ich Harvest Moon World World einigermaßen sehr viel gespielt. Ich merke auch gerade so die Lust, geht so ein bisschen jetzt weg und solange, ich glaube, so viel lange habe ich auch nicht mehr so viel Bock auf Harvest Moon One World. Und das spielt ja auch wirklich für, verdammt, nochmal 2 Monate draus. Ich glaube gar nicht, es ist wirklich. Anfang März ist wieder 2 Monate draus und ja, ich würde gerne mit euch jetzt mal anfangen. Das wird nämlich gar nicht hier losgehen, weil ich will auch einfach mal anfangen, hier das Spiel zu spielen. Ich würde gerne ein Junge sein, auf jeden Fall. Okay. Jetzt gucken wir erstmal, was wir noch so machen. Also Beige auf jeden Fall und Hautfarbe ändern auf jeden Fall. Beige, also ich glaube, die Hautfarbe beibehalten auf jeden Fall so. Ja, Porzellan. Ach so, ich glaube, das ist, glaube ich, genau, das ist die Hautfarbe und die Gesichtsfarbe. Und die Hautfarbe von dem Charakter braun. Ich glaube, ich will wirklich Beige. Beige ist, glaube ich, ganz gut so. So. Dann würde ich einfach sagen, machen wir einfach weiter mit Ding. Ach so, nee, nicht Gesichtsausdruck. Also, es war halt gerade die Farbe, die Hautfarbe fürs Gesicht. Aber jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, was wir jetzt hier für den Gesichtsausdruck machen. Freundlich, normal, cool. Also, das ist normal, das ist freundlich. Das ist cool. Ich würde sagen, ich weiß auch nicht. Also ich sehe so ein bisschen komisch aus, weil die Augen auch so ein bisschen anders geformt sind. Kann das sein? Also es sieht so ein bisschen aus, als wäre ich irgendwie komischer. Ich würde sagen, wir belassen es bei normal. Komm mal, normal ist glaube ich ganz gut. Doch. So. Als nächstes haben wir jetzt die Frisur. Hier nochmal ganz kurz einen Überblick, was es für verschiedene Frisuren gibt hier. Zack, zack, zack. Das war schon alles. Aber es gibt einmal einen kurzen, einen leitenden Pony, elegant, kurzen Pony, Brav, Zopf, Zeppos und Wildhaarschnitt oder also halt eine Frisur halt. Ne? Dann würde ich einfach sagen, gehen wir einfach eben ganz gut alle Frisuren durch und ich würde sagen, die beste, die mir gefällt, die nehme ich auf jeden Fall so. Das ist kurz, das ist Seitenpony, das ist elegant, das wäre wiederum kurzer Pony, das ist auch übrigens hier Brav. Das wäre auch gar nicht so schlecht. Und das ist Zopf. Das ist zerzaust. Und das ist hier wild. Ich würde wirklich sagen, ich nehme einfach Seitenpony. Ich würde sagen, was soll ich jetzt machen? Ich glaube, also es gibt wirklich. Ach, ich habe vergessen, Standrad zu machen. Standrad ist auch übrigens das. Das ist kurz. Also ich weiß gar nicht, was mir am besten gefallen könnte. Gute Fragen, meine Freunde. Gucken wir mal eben ganz kurz. Und ich habe auch übrigens vergessen zu zeigen, dass es auch noch, dass es übrigens noch Standard gibt. Ich habe, glaube ich, gerade vergessen, dass es eine Zeile gibt und eine Zeile, die halt voll ist und halt ein Dingspunkt, was halt auch dazugehört. Aber völlig egal, wir machen weiter jetzt. Let's go begin. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach brav, oder nee? Ich weiß gar nicht. Ich kann mich gerade echt nicht entscheiden, meine Freunde, weil irgendwie sieht fast alles gleich aus, habe ich das Gefühl irgendwie. Ja, machen wir einfach wild. Ich würde sagen, wild ist, glaube ich, ganz so schlecht. Dann würde ich sagen, nimm einfach wild. So, jetzt haben wir als nächstes die Haarfarbe. Wir haben einmal schwarz, braun, blond, hellblau und rubinrot. Ich würde echt sagen, wir machen einmal blond. Ich glaube, blond ist gar nicht so schlecht. Passt, glaube ich, auch ganz gut dazu. So, jetzt müssen wir einmal die Augen hier wählen, welche Augenfarbe wir nehmen. Türkis, schwarz, dunkelbraun, blond und rubinrot. Genauso wie auch bei der Frisur war auch rubinrot dabei, aber hier sieht man ja, hier hat man auch noch andere Auswahl. Türkis würde ich auch gerne nehmen. Ich glaube aber, schwarz passt besser zu meinem Aussehen. Ich würde sagen, schwarz. So, Standard
Was machen wir jetzt? Also, Kleidung, sollen wir Standardkleidung nehmen? Also, Standardverkäufer oder Schick? Das ist einmal Standard, das ist Verkäufer und das ist Schick. Ich würde sagen, wir machen Schick. Ich glaube, Verkäufer wäre auch nicht schlecht, aber ich finde tatsächlich Schick am schicksten. Tatsächlich. Ja, ich würde sagen, wir legen los, meine Freunde. Ich bin einfach jetzt ruhig und viel Spaß mit, mit diesem ganzen Let's Play. Ich freue mich wirklich sehr drauf, auf dieses wunderschöne Projekt. So, einmal würde ich gerne sagen, ich würde sagen, wir nennen uns einfach einmal mit Truppa. Ganz klassisch, genau, wir legen los und ja, ich habe wirklich auf dieses Let's Play sehr viel Bock auch, ja, und dieses einzelne Video, was ich auch gemacht habe vom Mod, habe ja auch wirklich ein bisschen auch bewiesen, ja, das Spiel macht mir Spaß. So viel Zeit, wir legen los, das glaube ich, wir legen los. Viel Spaß mit der Cutscene, mit diesem ganzen schönen Anfangs jetzt hier, mit der Anfangsgeschichte des Spiels. Und hier unten auch mal, hier unten auch so einen kleinen Videoapparat, aber das ist einfach nur eine Cutscene darstellen oder eine Cutscene, das einfach sein, das einfach nur sagen, das ist einfach jetzt eine Zwischensequenz, einfach jetzt gerade hier, das einfach gerade eine Zwischensequenz, einfach gerade läuft und das einfach jetzt das Spiel losgeht. Los geht's, wir legen los. Omi ist nicht mehr da, im Brief stand irgendwas drin, auf jeden Fall. Ich bin wirklich begeistert. Also, die Musik ist wieder cool und wie gesagt, wir werden jetzt erstmal die Welt kennenlernen. Und du bist einfach jetzt hier als herausfinden und ich freue mich sehr. Ich kenne das Spiel noch, aber ich habe sehr viel vergessen und ich werde trotzdem das jetzt auch nicht alles blind betiteln, weil ich kenne es ja eigentlich schon. Ich habe es nur sehr lange nicht mehr gespielt und ich weiß schon fast gar nichts mehr, aber ich werde es trotzdem nicht als blind bezeichnen, weil ich das unfair finde, weil ich habe das schon noch ein bisschen Antworten. Ich weiß ja auch, worum es in dem Spiel geht. Ich freue mich sehr drauf und die Musik, die einfach läuft, die ist ja auch wunderbar und ja, das Spiel ist einfach cool, wirklich. So, wir sind endlich wieder da, wir legen los, genau, wunderbar. Ach so, also wir sind auf jeden Fall der, der quasi so ein bisschen jetzt sich einsetzt. Weil die Oma den Laden nicht mehr treiben kann, werden wir ihn weiter treiben und werden wir ihn halt, wie gesagt, weiter vorantreiben, weil Oma halt leider keine Zeit mehr hat oder nicht mehr so die Motivation hat und vielleicht auch in Rente geht, wer weiß. Weil, also ich glaube, aber ich glaube nicht, dass man freiwillig, wenn man halt selbstständig ist, dass man sofort unbedingt dann in Rente gehen möchte, aber kann man sich auch aussuchen. Ich weiß gar nicht, ob man bei selbst ständig auch Rentengeld bekommen, das weiß ich gar nicht. Ich glaube schon, aber ich bin mir deswegen nicht mehr so ganz sicher. Ich habe mich auch mit diesem Thema nicht mehr so ganz gut befasst. Es könnte natürlich sein, dass das so ist, aber ich glaube irgendwie nicht. Egal, wir machen einfach jetzt wirklich mal hier einen Schritt voran. Ich würde sagen, wir legen los. So. Ich weiß gar nicht, wer das genau ist hier. Das sieht aus wie ja, das ist, glaube ich, unsere Begleiterin, kann man sagen, genau. Ja, wir legen los. Du hast aber lange gebraucht. Ich habe ewig gewartet. Na, tut mir leid. Du bist extra den weiten Weg gekommen, um zu helfen. Du bist Petropa, nicht wahr? Ich habe die ganze Zeit daran geglaubt, dass du kommen wirst. Ich bin Poshikal. Es freut mich. Also, sie heißt Poshikal und die Musik ist einfach so geil, einfach gerade. Also, die Musik fängt schon wieder an, als wenn sie übertrieben einen Ohrwurm wäre für mich. Aber ja, sie ist auf jeden Fall jetzt schon einen Ohrwurm, weil ich sie auf jeden Fall cool finde und ja, sie gefällt mir auf jeden Fall auch sehr. Ich glaube auch, dass ihr an dem Spiel auch Spaß haben werden und auch an die Let's Play. Vielleicht kann ich euch auch überreden, das Spiel auch nachzukaufen, weil ich kann es euch auf jeden Fall auch jetzt schon empfehlen, dass ihr euch das Spiel nachholen könnt, weil es ist wirklich ein schönes Spiel. Aber nur am Rande, so, wir legen los. Zack, so. Okay, wir machen weiter. Ich habe die ganze Zeit auf ihn aufgepasst. Aber ich kann mich nicht allein um alles kümmern. Sieh doch nur um. Ein ziemliches Durcheinander, stimmt's?
sobald Omen nicht mehr da ist, räumt hier niemand mehr richtig auf. Aber jetzt, wo wir dich haben, wird alles gut mit Tropa. Wir werden den Laden zusammen wieder auf Vordermann bringen. Das schaffen wir doch mit Links. Werden wir sehen. Ich hoffe natürlich, dass wir das hinbekommen, aber ich bezweifle, dass wir es ohne, dass wir von dir Hilfe kommen, Puchikal, Puchi, Poch, Poch. Ich glaube, das werden wir nicht so gut hinbekommen, aber wenn du mir hilfst, dann werden wir auch alles gut hinbekommen. Also, zuerst. Oh mein Gott, man sieht einfach schon unten ganze Items und die ganzen Sachen, die man verkaufen kann. Ja, man sieht die ganz verschiedenen Sachen. Also, es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr lastiges Game, wo man halt sehr viel verkaufen muss. Und ich bin mir auch sehr gehypt und ich freue mich auf das Spiel. Also, legen los, meine Freunde, wir legen los, genau. Also, zuerst werde ich dir erklären, wie du in den Laden vorbeihältst, bevor du ihn öffnest. Zunächst musst du die Tür, Tische für die Ware aufstellen, die du verkaufen möchtest. Wir lehnen dich auf den Tatsch hinaus. Also einmal darauf klicken, alles klar machen wir, ja, genau. Nicht schlecht aus, aber einmal hier einen Tisch bekommen, wunderbar. Ach, es gibt auch mehr Sachen. Ich hab gerade schon gewundert, ob es nur eine Sache gibt, die man rausholen muss, aber nee, es gibt wohl noch mehr. Okay, nochmal, bitte draufhauen, nochmal. So, jetzt müssen wir draufhauen und jetzt haben wir es. Achso, ich darf wieder einmal draufhauen und das wird dann von alleine erledigen, aber leider das ist nicht so, aber ist ja egal. So, wir machen weiter. Zack, zack. Fertig, gut. Dann entscheide jetzt, wo du den Tisch hinstellen möchtest. Du kannst den Tisch mit A-Knopf platzieren. Mit dem L-Knopf kannst du sehen, wo deine Regale hinstellen musst. Mit dem R-Knopf kannst du das Regal horizontal oder vertikal bewegen. Okay. Ach so, das ist ja cool gemacht. Okay, also einmal jetzt ablegen und jetzt haben wir hier mit dem Tisch abgelegt. Wunderbar, nicht schlecht. Wenn du ein Regal einmal hingestellt hast, kannst du es mit dem Anknopf noch einmal das Mal verschieben. Okay, verstehe. So viel zu den Tischen. Als nächstes kommt die Ware dann. Versuche einmal das Ei zu platzieren. Machen wir. Alles klar, jetzt nehmen wir los. Ich will das hin. So. Okay, alles klar, so, machen wir weiter jetzt so. Ja, wir machen jetzt, wie gesagt, auch ganz kurz noch 2 Minuten weiter und dann würde ich sagen, geht auch gleich schon zum Ende des Parts, weil sonst wird es zu lang. So, wir legen los. Okay, wir legen los, wir kriegen das hin, so. Okay, jetzt müssen wir darauf klicken, ich habe schon mal klar, was wir machen müssen, so. Aber ich habe aufs Ei geklickt gerade und hat nicht funktioniert. Also, ich bin halt ein bisschen lost gerade und ein bisschen dummer. Aber passiert schon mal, so, jetzt haben wir es, genau. Jetzt können wir es eigentlich nehmen und auf den Tisch legen. Wunderbar. Oder auf den Tisch legen. So, du kannst es auf dieselbe Art und Weise. Okay, wie auch immer. Leg es einfach drauf. Ist eigentlich billig gemacht. Aber hast du es insgesamt verstanden und hingestellt? Gut. Sieht doch schon gleich anders, ganz anders aus. Wenn du die Ware platziert hast, kannst du als nächstes den Preis festlegen. Aber wenn der Preis zu hoch ist, macht ja auch Sinn. Dann kaufst du dich auch kein Produkt, weil es so teuer ist. So, ich würde sagen, hiermit würde ich einfach sagen, was einfach jetzt von der neuen Folge hier von Hometown Story. Hoffentlich hat euch die Folge gefallen. Dann würde ich einfach sagen, hau rein. Bis zum nächsten Mal. Ich danke auch für die Weise, meine Freunde. Also haut rein. Dankeschön. Und ich würde sagen, und bis zum nächsten Mal. Und ciao, danke.